Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading bei FXFET mit Thorsten Helbig von Forex Pro Systeme. Mein Name ist Nelson Cardoso-Nete und wie immer begrüße ich Sie herzlich im Namen von FXFET. Wir schauen uns direkt den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken, wissen Sie ja, und vor allen Dingen, Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, auch wenn der Thorsten den einen oder anderen Live-Trade heute Morgen macht. Gut, dann Thorsten, dann übergebe ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. So. So, das mit dem Geld verlieren, das habe ich jetzt noch nicht richtig verstanden. Kannst du das nochmal erklären, bitte? Wir haben das jetzt so oft schon gemacht. Ich habe dir das so oft erklärt, aber ich rufe dich gleich nochmal an. Okay. Ja. Ich glaube, wir haben oder wir sind die letzten Tage und Wochen von dem Markt, ich will nicht sagen verwöhnt, aber wir waren, sind ganz gut unterwegs. In Gänsefüßchen gewesen. Ganz kurze Zusammenfassung, so mal die letzten 2,5 Monate vom 1. August bis letzten Samstag haben wir aus DAX und Euro insgesamt über 4.000 Punkte gezogen. Wir haben diese Performance jedes Wochenende in unserer Mail taggenau veröffentlicht, haben die Tage und die Position und Entries und so weiter gepostet, die kann man nachvollziehen. In dieser Performance ist nur das berücksichtigt, was wir auch vorher gepostet oder veröffentlicht haben. Das heißt, vorher veröffentlicht haben wir dann entweder in unserem Paternoster Trader Club auf unserer Facebook-Seite von Handeln mit Strategie oder in den Webinaren veröffentlicht. Das war für uns ausschlaggebend. So viel zu dem Rückblick. Und um eins klarzustellen, nein, ich habe gestern nicht geheiratet. Ich lebe inzwischen glücklich verheiratet seit 20 Jahren. Ich habe gestern nur meinen Status überarbeitet, weil mir jemand gesagt hat, Mensch, du hast ja im Dezember Geburtstag. Und das stimmte einfach nicht. Und das habe ich gestern korrigiert, habe meinen Status überarbeitet und schon. Okay, aber ist ja auch scheißegal. Geschenke könnt ihr gerne vor die Tür stellen. Ich bin eh nicht da auf Hochzeitsreise zum Beispiel. Wir werden uns zwei Sachen angucken. Ich habe zwei Charts oder drei Charts vorbereitet. Wir konzentrieren uns dabei einmal erstmal hier auf den DAX, weil der im Moment unser, ich will nicht sagen unser Haupteinkommen, aber die meisten Punkte gebracht hat oder sehr viele Punkte gebracht hat. Und wir befinden uns hier an einem Scheidepunkt. Wir haben an die Paternoster eine Aufgabe geschickt. Mal gucken, ob ich die jetzt noch finde. Ein Bild haben wir rausgeschickt, genau. Wir haben bei uns in der Community hier ein Bild rausgezogen als Bilderrätsel, mal als Erinnerung. Also wir haben hier ein Bilderrätsel mit Zielen rausgeschickt. Nach oben habe ich hier noch keine Ziele drinnen. Das gucken wir uns aber gleich mal an. Lutz weist mich gerade darauf hin, wir sollten mit dem Euro beginnen. Ja, wir sollten mit dem Euro beginnen. Okay. Ich habe mir angewöhnt, um den Chart so einfach wie möglich zu halten, so wenig wie möglich im Chart zu haben, habe ich mir angewöhnt, die wichtigen Linien für den Tag optisch so darzustellen, dass ich auf jedem Gerät nachvollziehen kann. Ich weiß, dass viele auf dem VPS arbeiten. Viele haben ihren Server bei Strato oder bei Contabo oder so laufen und dann machen sie tagsüber viel auf dem Smartphone, auf dem Tablet oder wo auch immer. Ich glaube, die Zeiten, wo wir
die roten und grünen Kugeln hin und her geschoben haben, sind vorbei. Und um das einfach zu gestalten und nicht, das wäre ja unser komplettes Setup. Das ist etwas schwieriger auf dem Smartphone oder sowas zu erkennen. Versucht das mal auf dem Smartphone zu sehen. Aufgrund dessen habe ich diese Geschichten für mich vereinfacht. Und ich mache mir morgens einmal kurz den Job oder mache morgens einmal kurz den Job und zeichne mir die wichtigen Linien ein. Die wichtigen Linien heißen, hier los, falsche Strategie hinterlegt. Die unsere Zielbereiche hier einzuzeichnen und an diesen Zielbereichen eventuell Limits zu platzieren. Um mal auf die Zielbereiche zu kommen, wir haben jetzt hier diese Linie. Wenn diese Linie mit dem Schlusskurs im 5-Minuten-Chart unterschritten wird, sucht er sich gerne eine Etage tiefer. Heißt, in diesem Fall sollten wir hier eine Long Limit hinpacken. Bei 65,5 ist der Zielbereich, also gehen wir auf 67,5, 2,5 Punkte darüber, eine Limit und das als Limit Pullback bei dem Abstand mit einem Punkt. Ziel in diesem Fall, wenn er die hier unten bei 65 oder bei 67 greift, ist das Ziel hier oben bei der 91. Das wären immerhin 25 Punkte, die er machen kann. Ob er die macht oder nicht, wissen wir noch nicht. Wenn diese Zielbereiche nicht greifen, dann zählt nur Euro Pro. Euro Pro ist unser Mini-Trendfolgesystem, was unser Regelwerk auch besagt. Und dazu wechseln wir schon mal. Die Nummer hier ist fertig. Da brauchen wir uns jetzt nicht weiter drum bemühen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass er jetzt hier runterschießt, weil wir würden uns in dem Fall jetzt gegen den Trend stellen. Und wenn wir uns gegen den Trend stellen, können wir nur an diesem Zielbereich einsteigen. Hier jetzt einzusteigen wäre falsch. Wir haben hier das Tief. Wir haben hier ein neues Tief und demnach ist der Aufwärtstrend, den man hier unterstellen könnte, kaputt. Damit haben wir dieses Tief hier kaputt gemacht. Thorsten, wir können dich nicht mehr hören. Ich sehe aber auch, dass der Bildschirm eingefroren ist. Bin ich noch zu hören oder ist das ein generelles Problem? Okay, ich bin noch zu hören. Gut, dann scheint es bei Thorsten das Problem zu sein. Ja, dann warten wir auch ganz kurz. Er wird sicherlich versuchen, nochmal reinzukommen. So. Wir hatten hier unten über diesen Zielbereich hatten wir gerade die Linien gelegt, so, und hatten da auch eine Limit hingepackt. Ich baue mal schnell ein bisschen was um. Nee, lasse ich jetzt. Machen das neu. So. Das lassen wir mal liegen, das gucken wir uns gleich an. Ja, schön, alles durcheinander. Also, sorry, keine Ahnung. Es tat einen kurzen Schlag hier im Haus, alles weg, Fritzbox runtergefahren, musste ich zweimal neu hochfahren. Du, müssen wir mal gucken, was jetzt noch funktioniert. Wir haben gut improvisiert. Ich habe ein paar alte Geschichten von dir erzählt. Ach du Scheiße. Oh, nein. Okay, ich schaue mal die Aufzeichnung an. So. Die ist an der Stelle kaputt gegangen. Das muss ich noch zusammenschneiden. Sehr gut.
Also wir waren stehen geblieben beim Euro. Wir wollten, klar warst du das, Lutz, wer sonst? Wir wollten hier unten, wollte ich gerne eine Long Limit platziert wissen. Und zwar da. Vorher zu kaufen machte oder macht für mich keinen Sinn. Ich war gerade dabei zu erklären, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Der Aufwärtstrend ist hier drunter gebrochen. Das hat er mit dieser Kerze gemacht. Wir haben hier eine Abwärtstrenddefinition. Hier war der Abwärtstrend mit dieser Kerze kaputt. Deswegen kein Bildschirm. Gut. Doch, doch, ich sehe alles. Ja, ja. Ja, ja, Lutz macht die Ohren auf, du Weihnachtsmann. Mensch, alles andere macht vorher keinen Sinn. Wir brauchen ein Regelwerk und wir brauchen einen Anhaltspunkt. Wenn man ein Mini-Trendfolgesystem handelt oder ein Trendfolgesystem handelt, macht es keinen Sinn, in die Richtung einzusteigen, in die er vorher gelaufen ist. Das heißt, wir haben vorher einen Aufwärtstrend. Das nützt ja nichts, sich jetzt eine Position in einem Aufwärtstrend zu suchen, eine Long-Position zu suchen, wenn wir den Aufwärtstrend gerade gebrochen haben. Dann macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Also brauche ich ein Regelwerk. Und mein Regelwerk heißt, ich versuche gegen den Trend hier an den Zielbereichen zu agieren. Und dieser Zielbereich ist hier unten einmal bei 67,9 und einmal bei 65. Und diese Bereiche, die werde ich abgreifen, oder versuchen abzugreifen, um long zu gehen. Ansonsten brauche ich ein neues Hoch, um dann in der Trendfolge wieder long zu marschieren. Wir gucken uns das Spiel mal dazu von gestern an. Das war unser Setup im gestrigen Webinar. Gucken wir uns das ganze Spiel an. Gestern Morgen im Webinar, der ein oder andere hat hier eine Short Limit platziert, so wie ich eben gerade mein Long Limit platziert habe. Mit dieser Kerze wurde diese Order geholt und direkt in den Stop Loss geschickt. Wir haben dann dieses Geier abgewartet, da hier der nächste Zielbereich war, haben wir dieses Geier abgewartet und haben dann gesagt, okay, an der 1,1053 gehen wir short, von der 53 mit Ziel 23 und dann runter an die 16, an der 16 wollte ich drehen. Die 53 haben wir durchgehandelt, dann bis runter an die 23, diese Nummer hat ganz gut funktioniert. Um da gleich mal drauf einzugehen, weil die Frage kam gestern, dass wir diese Nummer bei der 53 geschortet haben. Dann kriegte ich die Anfrage per Mail zugeschickt. Ja, wieso? Wenn wir bei der 41 sind, sind wir 12 Punkte vorne, dann gehört der Stop doch auf Break-Even beziehungsweise in den Gewinn und dann ist man hier mit dieser Kerze ausgestoppt. Ist eine Ansichtssache. Für meinen Teil, wenn dieser Zielbereich hält und er läuft hier runter und holt sich diesen Zielbereich wieder, dann gehört mein Stop über diesen Zielbereich. Da bin ich nicht ganz Break-Even, aber es ist ja Quatsch, mein Stop genau dahin zu legen, wo andere ihren auch hinlegen, genau auf diesen Zielbereich. Das wäre nicht klug. Dazu machen wir bei uns im Paternoster Trader Club aber übernächste Woche ein Webinar. Wir machen nächste Woche ein Paternoster-Treffen für das erste Stück, wie pyramidisiere ich richtig, weil ich meine Position sehr schnell, sehr groß werden lasse. Wenn ich mittelfristige, langfristige oder mittelfristige Setups handle, versuche ich die Position sehr groß zu machen und sehr zügig aufzustocken, um dann unten am Ziel mit einer dementsprechenden Größe anzukommen. Das wäre gestern hier in diesem Bereich genauso eine Nummer gewesen. Für mich war prädestiniert, dass er noch einen Spike macht hier drunter, dass er hier so einen klassischen Dreifachboden genau an diesem Punkt macht. Ist recht selten, dass er den so sauber
Abarbeitet. In der Regel wird sowas hier beendet mit einem Spike ein Stück tiefer an die 18 oder an die 16. Das hat er gestern nicht gemacht. Und da ich nicht am Schirm war, habe ich diesen Long Move hier nachher verpasst. Ich habe gestern Mittag meine Short Positionen hier runter zu beendet. Dann war es auch gut, nachdem wir ja im DAX so das ein oder andere auf die Nase gekriegt haben. So, hier bleibe ich hartnäckig. Die Limit bleibt dort liegen. Und wir gehen mal ein Spiel weiter. Wo haben wir es? Da vielleicht? Nein, da nicht. Da auch nicht. Super. Schön. Meine ganzen Charts zerschossen. Nee. Herr Hilger, auf Stromausfall ist deine Plattform nicht geeicht. Habe sogar einen Stereotreter rausgenommen. Auch nicht schlecht. Zack. Aber immerhin die Lizenz hat er behalten. Ist ja auch schon mal was wert. So. Schauen wir uns mal ganz kurz und dann kommen wir auch gleich rüber zum DAX. Diese Woche im, ja, ich weiß, so, im Dow an, Dow Pro, ich weiß, der Dirk hat den Long gestern erwischt, der Dong hat den Lirk erwischt, bah, hell wie Stotter, er ist in Klatte. Der Dirk ist auch schon long gewesen, als wir gestern noch geschortet haben. Wir schauen mal auf unser Dow Pro Einstiegsbereich am Montag. Hier unten, Zielbereich da oben. Super funktioniert. Einstiegsbereich hier vorgestern. Ich weiß, Lutz hat das ganze Ding zweimal gehandelt. Einmal da und einmal da. Hat auch ganz gut funktioniert gestern. Einstiegsbereich hier, Ausstiegsbereich da. Zack, hat auch ganz gut funktioniert. Nun müssen wir schauen, was heute kommt. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich, genau, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Wir haben gestern angefangen bei der 60 zu shorten, den DAX zu shorten. Und man sieht die Position hier noch. Ich habe dann gestern hier oben noch aufgestockt und bin jetzt mit 26 DAXen drinnen. Das Ding werde ich mal ganz nach hinten schieben hier. So, so sieht die Geschichte besser aus. Dann kann ich mir auch nichts kaputt machen. Unsere ja, danke für die Tipps. USV wäre gegen Stromausfall gut. Ja, diese ganze Geschichte nützt mir aber nicht viel, weil die Fritzbox hängt da nicht dran. Die Fritzbox hängt weit weg und dann wäre die Internetverbindung trotzdem weg, wenn es das Ding totlegt. Und ich habe hier so einen Klotz an meinem Rechner liegen, was das eigentlich auffangen sollte. Hat aber nicht funktioniert. So. Also, unser Ansinn im DAX gestern war im Bereich 60 wieder zu shorten. Das war gestern Nachmittag, dieser Ausbruch hier nach oben, dieser Ausbruch nach oben, habe ich gesagt, da drunter, unter dieser Kerze, das war für mich ein klassischer Fake, unter dieser Kerze werde ich shorten, was wir auch getan haben, konntet ihr gerade sehen, wir haben bei 60 angefangen zu shorten. Ich glaube an diesen ganzen Optimismus, der da draußen verstreut wird, dass wir dieses Jahr nochmal die 13,6 sehen, ist überhaupt nicht meine Baustelle. Es sei denn, wir kriegen einen Tagesschluss über 12.660, 12.670. Über diesen Bereich brauchen wir einen Tagesschluss. Und wenn ich mir das anschaue, nehmen wir mal den hier.
haben wir hier dieses Hoch und wir haben uns jetzt sauber von hier unten bis da hoch geschaukelt. Das haben wir sauber hingekriegt, aber wir schaffen es jetzt seit 3 Tagen nicht nachhaltig irgendwie da drüber zu kommen. Solche Punkte hier oben müssen von den Bullen genutzt werden, gerade mit solchem Schwung müssen die von den Bullen genutzt werden, um das durchzunageln und neue hoch zu machen. Die Bullen sind gerade dabei, ihre Chance zu verspielen. Wenn die diese Chance verspielen sollten, und ich komme gleich darauf, warum ich nicht long handle. Wenn die diese Chance verspielen sollten, dann wäre das seit diesem Tief, seit diesem Sommertief hier, wäre das ein Abbruch der zweiten Bewegung. Die zweite Bewegung müsste bis hier knapp unter die 13 gehen. Wenn er diese Bewegung hier abbricht, hier mittendrin und das an diesem Hoch, dann spricht das eher dafür, dass das ganze Ding einen fürchterlichen Schlag nach unten kriegt. Auf jeden Fall erstmal einen Schlag, um Luft zu holen. Wir können von mir aus noch so weit gehen, um die komplette Bewegung zu nutzen. Trotzdem wäre diese Bewegung hier zu Ende. Jetzt schauen wir uns mal an, wie ich mir so eine Sache betrachte. Wir haben diese Bewegung hier nach oben gemacht. Wir sehen 1, 2, 3 mal angelaufen, Cloudouts und Retour. Und Retour bis unter das 50er Level, um dann den nächsten Schwung zu holen. Und den müssen die Jungs jetzt nutzen, wenn sie den ganzen Spaß hier die 200er Linie benutzen wollen, müssen sie diesen Schwung, den sie jetzt haben, auch nutzen, um wenigstens diese Bewegung nach oben zu Ende zu machen. Wenn sie das nicht tun, zählt es für mich als gescheitert. Warum shorte ich dann? Warum kaufe ich nicht? Der Hintergrund ist ganz einfach. Alles, was wir hier machen, sind Spekulationen. Und jeder redet immer davon, von einem CRV, von einem gesunden Money Management und ich finde es immer geil, wenn Leute sagen, ey, das ist aber hochspekulativ. Alles, was wir hier machen, ist spekulativ. Was für eine Positionen suchen wir uns denn, wenn wir handeln? Welche Richtung sollten wir handeln und was suchen wir uns? Welche Richtung sollten wir handeln? Jetzt warte ich mal auf ein paar Antworten. Fritzbox muss auch an eine USV. Ja, ja. Der Mike schreibt, wir sollen den Trend. Der Ulrich schreibt, die wahrscheinlichste. Eigentlich long. Na gut, Paolo hat Migrationshintergrund, dem verzeihe ich das. Mein Lieblingsportugiese. Die richtige, genau. Eigentlich long, da fehlt jetzt aber eine. Natalia, fast richtig. Ich bin jetzt mal im Daily Chart hier, ne? Immer mit dem Trend. Ja, immer mit dem Trend, dann müsste ich kaufen. Setzen 6. Ich muss doch die Richtung handeln, wo ich das bessere CRV habe. Ich will handeln, ich will Geld verdienen. Ich suche mir eine Position, wo ich Geld verdienen kann. Also muss ich gucken, wo kriege ich ein vernünftiges Chancen-Risiko-Verhältnis hin. Und wir gehen jetzt mal einfach auf die Grundlagen, auf die einfachsten Grundlagen der Markttechnik ein. So, Markttechnik heißt, wenn ein neuer Punkt 2 entsteht, haben wir eine Trendfortsetzung. Wenn ich eine Trendfortsetzung handle, Markttechnik, wo gehört dann mein Stop hin? Wenn ich Markttechnik handle, wo muss mein Stop hin?
Gut. Und das letzte Tief über das letzte Hoch. Geht doch. So. Jetzt will man hier handeln. Ich nehme den mal raus. Jetzt will man hier long handeln. Hier in diesem Bereich. Jetzt, wo alle schreien: ey, 13,6, Feuer, Marianne, wir haben noch 1000 Punkte vor der Nase. Ob wir die kriegen, weiß man nicht. Aber der Stop gehört in dieser Zeitebene dorthin. Warte mal, ich nehme mal schnell hier alle Objekte raus, dann haben wir einen leeren Chart zum Arbeiten. Da gehört der Stop im Daily Chart hin. Zack. Und da gehört der Stop im 4-Stunden-Chart hin. So. Da gehört er im 4-Stunden-Chart hin. Und im Stundenchart gehört er auch dahin. Das heißt, wir haben jetzt nach oben, egal wo wir hinwollen, brauchen wir, um ein positives CRV hinzukriegen, müssten wir Minimum diese Bewegung machen. Dann sind wir, wenn wir jetzt hier oben long, ne, müssten wir Minimum drauf spekulieren, dass wir von der 12.650, ich runde das jetzt mal, 12.650 bis an die 13.000 gehen, also 350 Punkte. Und wenn wir ein CRV von 2 zu 1 haben wollen, also eine doppelte Chance wie ein Risiko, dann müssten wir sogar darauf spekulieren, dass wir an die 13.300 gehen. Und das an einem Punkt, wo er jetzt schon den dritten Tag rumeiert, nämlich an der 12.660. 12.660, 12.690 da oben. Er schafft es einfach nicht. Wir sind in einem überkauften Level. Die Indikatoren, die ja immer so kluge Informationen liefern, sagen uns, der DAX ist im Moment überkauft. Kein Wunder nach so einem Move. So, wenn er diesen Schwung nicht nutzt, und den hat er nicht genutzt, sonst wäre er schon durch. Wenn er diesen Schwung nicht nutzt, dann brauche ich was? Dann brauche ich eine Korrektur. So, und diese Korrektur brauche ich, wenn ich diese Trendbewegung sehe hier, schön hochlaufend, sehe ich, mal gucken, da, okay. Wenn ich diese ganze Bewegung sehe, ich kann dieses Geeier sogar hier rausnehmen. Ab hier habe ich eine saubere Trenddefinition, muss ich nicht mehr die komplette Tiefe nehmen. Dann sehe ich doch, dass wir auf jeden Fall Luft haben bis an die 12,4. Das wäre dieses Tief hier. Das könnte er doch auf jeden Fall erstmal holen, um Schwung zu holen und dann nach oben auszubrechen. Und hier haben wir einen massiven Widerstand, nämlich bei der 12.306 und die 12.306. Das heißt, die 12.306 kann man sich schon mal aufschreiben, weil diese Nummer, die dürfte auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt, die Linie wird sich ja weiter nach oben schaukeln, zum jetzigen Zeitpunkt wäre das eventuell ein Level, den man akzeptieren kann, um dort zu kaufen. 12,4, 12,3 in diesem Bereich, das kann man akzeptieren. Umgekehrt shorte ich diese ganze Geschichte, so wie wir das gestern oder ich das jedenfalls gestern gemacht habe. Wir hatten hier vorgestern dieses Hoch, dann dieses Geier, dann hatten wir hier gestern dieses Hoch, gestern nochmal ein kurzes nachlaufendes Hoch. Wir haben hier einen Dreifachtop im Stundenchart. Das heißt, wenn ich diese Geschichte shorte, und das haben wir gestern getan, genau hier bei der 60, da ist die Stundenkerze und unter dieser Stundenkerze
ist man noch ganz gut aufgehoben. Und dann die Stops da oben drüber, aber nicht auf den Punkt, sondern ein kleines Stück weiter oben drüber. Meine Stops liegen bei 12.730, haben wir gestern auch veröffentlicht, haben wir gestern auch gepostet und gesagt, wenn wir bei der 60 shorten mit einer kleineren Position und mit einer kleinen Position, dann werden wir den Stop auf die 12.730 packen. Diese Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt Luft holen muss, erscheint mir logischer und besser, dass er auf jeden Fall bis zur 12.4 läuft. Ich habe 70 Punkte Risiko, habe 260 Punkte vor der Nase bis zur 12.4, bis zur 12.3 sogar 360 Punkte vor der Nase, habe ich einen CRV von 3 zu 1. 3,5, wenn nicht sogar 4 zu 1, je nachdem, wo er nun hinläuft. Ich kann aber nur auf die 400 hier spekulieren, auf die 12.400. Wenn ich auf die spekuliere, habe ich 250 vor der Nase, 255 Punkte vor der Nase oder 260 Punkte vor der Nase, ist ein CRV von 2,5 zu 1, selbst mit einem Stop bei der 12.37. 12.37 bin ich ganz gut abgesichert, selbst wenn wir noch mal da oben Stops fischen und dann Luft holen nach unten. Das ist auch eigentlich das, was den Handel ausmacht. Wir müssen, wenn wir spekulieren, dann müssen wir doch auch drauf spekulieren, das kleinere Risiko einzugehen. Und das kleinere Risiko haben wir an solchen markanten Punkten. Jedenfalls aus meiner Sicht haben wir das kleinere Risiko hier mit Short-Position und nicht mit Long-Position. Wie kommst du nochmal auf die 37? Auf die 37 komme ich nur, dass wir aus dieser Bewegung raus hier in der Regel 15 oder 20 Punkte drüber schießen. Wenn wir so ein Hoch hier kaputt machen wollen, vielleicht 10, 15, 20 Punkte drüber schießen. Und was wir gestern Abend schon mal gemacht haben, wie man sieht. Und dann muss ich, wenn ich so eine Position länger drinnen lasse, muss ich auch darauf spekulieren, dass die Position über Nacht drinne bleibt. Und wenn sie über Nacht drinne bleibt, haben wir einen höheren Spread. Da muss ich nochmal 7 Punkte draufhauen. Sind wir schon bei 27 und das habe ich die, deswegen habe ich die 12.730 gewählt und auch mein Stop auf die 12.730 gelegt. Also ein bisschen Puffer. Da kommt es jetzt auf einen Punkt auch nicht drauf an. Ob ich nur 71 oder 74 Punkte Stop habe, ist eigentlich völlig Banane. Wir spekulieren ja drauf, dass das eventuell sogar die Nummer hier erstmal gewesen sein kann. Die Chance besteht ja ebenfalls. Wir hatten das alte Hoch hier, das Sommerhoch, und das hat er jetzt mal gerade ganz knapp übereiert hier. Ich will nicht mal sagen, dass er durchgeschossen, sondern das hat er einfach nur, hat er sich langsam hier durchgeeiert. Und solche Kombinationen, schauen wir uns das mal an, solche Kombinationen, das machen wir jetzt mal ein bisschen größer, das könnte nämlich heute Abend interessant werden, damit auch die Nicht-Paternoster was zu sehen haben. Ansicht. Datenfenster habe ich bei Nelson gelernt. Wir tauschen uns Informationen immer auf. Ich sage ihm, wie man Fußball spielt und er sagt mir, wie man den MT4 bedient. Wir haben hier das High, den Close bei 12.669,75. 12.669,75. Und wir haben hier das Open 12.666,40. Close 69,75. Open 66,40. Was sagt uns das? Ja, wir haben ein Gap von 3 Punkten. Was sagt uns das noch? Immerhin zwei Frauen sofort ein Gap. Die Männer sehen keine Gaps. Wir haben erstens einen Downgap. Ja, Mike, da stimme ich dir zu. Wenn wir einen Downgap haben, zeugt das erst so ein bisschen von Schwäche. Der Carsten hat dicke Finger, wenn ich die Rechtschreibung hier... Richtig, das könnte ein Harami werden.
Das hier könnte heute im Daily Chart ein Harami werden und ein Harami ist eine ziemlich sichere Umkehrformation und dann kann man diese Geschichte nämlich hier in diesem Bereich knapp unter der 12.600, da unter der 12.580, die wir schon mehr als einmal ins Spiel gebracht haben, darunter wäre dann, wenn das heute ein Harami wird, hier wäre, besteht die Möglichkeit, dass diese Formation auch viele sehen und dann sich darunter einstoppen lassen und dann gibt es einen richtigen Schub nach unten, der dann über die Station 12.4, 12.3, sogar maximal erstmal bis zur 12.2 laufen kann, immerhin 100 Punkte Schritten. Und genau aus diesem Grund, auch wenn ich oft hier was an die Ohren kriege, sagen, ey, der explodiert, wieso shortest du wiederum blöder? Genau aus diesem Grund. Ich will mich damit nicht rechtfertigen, sondern will einfach nur mal meine Denke offenlegen, warum ich solche Geschichten lieber handle und besser handle. Und das verträgt mein Kopf auch besser, als wenn ich mich in so einem überhitzten Markt den anschließe, was alle da draußen machen. Das habe ich noch nie getan, sondern lieber stelle ich mich dagegen. Und dann haben wir nämlich mit der 60 gestern einen wesentlich besseren Einstieg. Wir wollen ja besser sein als die anderen. Die das Harami sehen, die kommen dann rein bei der 12.580. Bei der 12.580, wenn diese Nummer kommt, dann sind wir 80 Punkte vorne. Wir waren vorher 70 Punkte im Risiko. Wir sind 80 Punkte vorne. Und dann gehen wir Break-Even. Dann gehen wir mit unserem Stop Break-Even und gucken uns das ganze Spiel an. Dann können wir völlig entspannt sein, wenn die anderen anfangen zu zittern. Dann hört bei uns das Zittern auf und die Schweißflecke unterm Arm werden etwas kleiner und wir können uns entspannt zurücklehnen. Sollte das Ding dann wieder erwarten, zurückschießen und über die 660 wieder nach oben gehen und nochmal einen Move nach oben machen, gucke ich mir das gleiche Spiel wieder an. Gehen wir wieder hoch an die 12.7, machen dort wieder eine Umkehr. Heißt das für mich nur, wir holen die Stops über dem Harami, über dem Daily Harami und wenn ich dann wieder eine Umkehr sehe, steige ich da oben wieder ein. Vielleicht erwische ich sogar dann Entry bei 12.690 oder bei 12.680. Besser als jetzt. Aber genau deswegen halte ich an meinen Setups fest und genau deswegen werde ich shorten da oben und werde nicht kaufen. Ich hole mir jetzt lieber hier eine Klatsche mit 70 Punkten ab, da oben mit einer kleinen Position, als dass ich mir hier der Masse anschließe. Das hier stinkt. Und wir sehen es hier, guckt euch diese Setups an hier oben, das ging über Tage, ging das hier hin und her, fast den ganzen September. Wir sind gestartet hier am 12.9. mit diesem Hoch und dann bis zum 1. Oktober. Hier diese ganze Nummer und erst dann gab es richtig was an die Backen. Und das kann hier auch passieren. Kleine Posi heißt 5 Dachse, das musst du für dich alleine entscheiden. Das ist genau das Gleiche wie, was soll ich heute für eine Unterhosen anziehen, dicke oder dünne? Oder wie hat Mario Barth mal so schön gesagt, was ziehe ich heute für eine Jacke an? Weiß nicht, nehme ich eine Übergangsjacke. Gibt nur zwei Sachen. Draußen kalt, Jacke ja, draußen warm, Jacke nein. Die Positionsgröße, sorry, das hängt von der Kontogröße ab, das hängt davon ab, wie viel Risiko will ich eingehen, welches Risiko will ich eingehen. Wir haben Händler bei uns in der Community dazwischen, die handeln ein Risiko von 0,1%. Ich handle ein Risiko von 2%. Wo soll ich mit der Positionsgröße anfangen? Meine Positionsgröße sind in der Regel 30 Dachse. So eine Position, so wie gestern bei der 60, starte ich dann ganz gerne mit 10 Dachsen. Nach meinem CRV habe ich die gestern schon pyramidisiert. Wir sind bei 26 Dachsen angekommen. Jetzt inzwischen und ich werde die da unten massiv unter der 80 massiv pyramidisieren und unter der 580 und dort ab dort dann auch den Stop im Gewinn hinterherführen. Weil wenn dieses Szenario
hier aufgehen sollte und wir hier unten diesen Bereich durchschlagen sollten, unter die 12,2 fallen hier. 12,1 ist sogar noch besser. Dann scheppert das dermaßen, dass vielen Hören und Sehen vergeht. Und die politische Lage spricht ja nun nicht gerade für explodierende Kurse. Ne? So. Super. Der ballert ja heute hier hin und her. Der macht ja eine Vola. Das ist ja irre. Er hat ja doch. Schauen wir uns das mal an. Hammer. Ich komme ja gar nicht hinterher. Der hat sich heute schon in einer Range von 6 Punkten bewegt, der Euro. Respekt, da kriege ich Angst. So, aktuell nur heiß getrieben durch Brexit, denke auch, dass einige ein paar auf die Nase bekommen. Naja, also ich will jetzt nicht, dass da draußen ein paar was auf die Nase kriegen oder so, aber die Wahrscheinlichkeit ist wohl da, dass es hier, dafür ist das Ding die letzten Tage einfach viel zu dolle hochgetrieben worden und solche extremen Bewegung nach oben. Ich meine, wir waren über die Feiertage am 3. Oktober, das waren gerade 12 Tage her, da waren wir noch bei der 11,8, 11,820 und jetzt sind wir bei der 12,7. Wir haben 900 Punkte nach oben. Oft wird solche oder outen sich solche Geschichten als klare Bullenfallen, da wird das immer richtig vollgeknackt und dann wird verkauft, was das Zeug hält. Und wenn verkauft wird, was das Zeug hält, dann wissen wir auch, wie das passieren kann. Wir müssen nur mal zurückschauen. Da sind wir nicht. Komm. Da diese Geschichte vor einem Jahr, genau das Gleiche. Und dann ist der ab diesem Bereich hier, ist der gefallen von der 12.400 bis zur 10.200, mal ebenso 2.200 Punkte in 2 Monaten. Das ist meine Nummer und da habe ich viel mehr Bock drauf, als jetzt da oben drauf zu spekulieren, dass er jetzt noch einen Schub von 800, 900 Punkten nach oben macht. Die Wahrscheinlichkeit ist für mich hier viel größer. Okay, die Nummer haben wir durch. Unsere Order im Euro ist hier unten platziert. Die würde ich dann hier oben bei der 84 oder bei der 81 wieder rausnehmen und glattstellen. Mehr dazu schreibe ich gleich in unseren Blöcken und auf Fatzebook, sofern Fatzebook das überhaupt will. Und werden sehen, bitte öfter deine Denke erklären. Dabei kann ich am meisten lernen. Das willst du nicht wirklich. Was sagst du zum Dow? Schöner Doppelboden. So, Jungs. Das Wort zum Sonntag, nee, das Wort zum Abschluss. Ich handle den Euro und ich handle den DAX. Ich finde es erstaunlich, wenn Händler sich hier in den Markt begeben und haben ein Regelwerk, was sie noch nicht können, was sie noch nicht beherrschen. Ich will es keinen persönlich irgendwo ans Bein pinkeln. Haben ein Regelwerk, dafür haben sie mal Geld bezahlt, haben sie das mal zugelegt oder auch nicht, haben vielleicht kein Geld bezahlt, vielleicht haben sie auch geklaut irgendwo, beherrschen das aber nicht und geben mir dann Tipps oder geben uns dann Tipps, wie man dann den S&P 500 handelt oder den Dow. Der Dow, dann kann ich auch von Yen handeln, das heißt nicht umsonst das Biest. Warum, verfluchte Axt nochmal, warum konzentriert man sich nicht erstmal auf ein Regelwerk? Und wenn man dieses beherrscht, dann kann man seinen Horizont erweitern. Warum? Warum sucht man nicht irgendwas, was gleichmäßig läuft? Genau deswegen habe ich mal im Euro-US-Dollar angefangen. Deswegen kann ich da auch am meisten drüber sagen. Und ich habe 2007 angefangen, den Euro-US-Dollar ausschließlich zu handeln. 5 Jahre lang nur Euro-US-Dollar.
mit Euro Pro, dann kamen irgendwann die ganzen Erweiterungen, Zielbereiche und Filter und so weiter, die ganze Geschichte dazu. Das ist aus dieser Geschichte gewachsen. Und erst 2014 habe ich angefangen, den DAX zu analysieren und den DAX auch zu handeln. 2014 habe ich damit angefangen. 2015 haben wir den ersten großen Coup gelandet. Wenn ihr euch erinnert, ne Mike, Weizen Mike, der ist hier im Webinar, das weiß ich, er war mit zur Traderwoche im schönen Schwarzwald, wo wir ein Konto von 4.800 Euro gestartet, die Position am 17. September 2015 und haben sie geschlossen am 24. September mit einem Kontostand von 56.000. Da sagt er gerade, Mike hat gerade geantwortet, jawohl, genau so war es. Und genau das gleiche Szenario wie jetzt ist genau das gleiche. Auch da haben alle geschrien, long, long, long. Ich habe geschortet, was das Zeug hält und wurden ausgelacht. Aber wir haben es live in eine Gruppe mit 14 Leuten in der Traderwoche gehandelt. Wir haben Dienstagabend die Position platziert. Mittwoch hat Frau Jellen damals noch hat da eine Rede gehalten und dann gab es auch einen Fehlausbruch nach oben und dann ist das Ding abmarschiert und wir haben das Konto verzehnfacht. So, das Video findet man noch auf unserem YouTube-Kanal vom, ich meine, es war der 24. September 2015, das nennen wir das Webinar. Schaut in unserem YouTube-Kanal, da findet ihr noch das Video und dort findet ihr auch die Position, wie wir sie geschlossen haben. Die haben wir live geschlossen. So, deshalb bin ich ja im Paternoster Trader Club. Lernen und verstehen, wenn du es so erklärst wie heute, dann kann man vieles nachvollziehen. Okay, danke. So, alles klar. So, ich glaube, viel mehr hier unten die Nummer haben wir und viel mehr können wir oder wollen wir und brauchen wir im Moment auch nicht zu erklären. Ich glaube, meine Denke ist ziemlich klar. Der erste große Schritt, der heute gemacht werden müsste, ist, dass diese Emma hier nach unten nochmal durchschlagen wird. Dass er die kaputt macht hier, dann sind wir schon eine ganze Ecke weiter. Das ist erstmal eine wichtige Hürde. Wir haben seit Tagen, reden wir davon, wenn er die kaputt macht, dann wird er durchklatschen bis dahin. Das hat er jetzt heute Morgen genau in einem Rutsch auf den Tick genau gemacht. Jetzt muss er die auch noch in Angriff nehmen und dann sind wir gut. Okay, und damit haben wir es auch 8 Uhr und 43. Ich kann nichts dafür, dass der Nelson zu spät kommt. Sonst hätten wir pünktlich anfangen können, aber meine Zeit ist rum und 8.45 Uhr bekommt man Kaffee. Ne? Und wenn der kalt wird, dann geht das auf die Nerven und dann brauche ich genauso wie die liebe Renate dann gleich Baldrian dazu und das wollen wir ja nicht. Setups sind klar, meine Richtung ist klar. Ja, da fehlen noch 2 Minuten. Ja, Lutz, wer weiß, woher du das kennst, da fehlen noch 2 Minuten. Wer weiß, wer dir so mal ins Ohr flüstert. In diesem Sinne will ich einfach Danke sagen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in meine Denke vermitteln, warum, wieso, weswegen ich was, wie, wo handle und warum ich mich auf der Seite platziert habe und nicht auf der anderen. Und ich hoffe, dass es euch ein bisschen weiterbringt und ein bisschen weitergebracht hat, weil dafür machen wir das. Ne? Im Sinne sage ich danke, dass ihr euren Hintern heute Morgen aus dem Bett gehoben habt. Ist ja immer nicht ganz einfach, schon 7:45 am Rechner zu sitzen. Dann kommt der Nelson auch noch zu spät. Dann sitzt man schon und trampelt. Und selbst ich habe hier gesessen und gewartet, habe mir schon Gedanken gemacht. Aber das nächste Mal schaffen wir es vielleicht pünktlich. Ne? Ich hoffe, ich lasse das mal so stehen. Ich hoffe, das ist erlaubt, sowas zu sagen. In diesem Sinne sage ich jetzt mal danke, dass ihr da wart. Wer übrigens Interesse hat, uns mal über die Schulter zu schauen und zu gucken, wie wir so eine Position handeln, wie wir die gemeinsam handeln. Wir haben im Moment, da viele Skeptiker unterwegs sind und sagen, ja, ihr mit eurem Paternoster, funktioniert das überhaupt?
Wie gesagt, in den Wochenendmails veröffentlichen wir unsere Performance, auch wenn diese Woche vielleicht nicht so gut ausgeht, es sei denn, der DAX fällt noch. Ist das, glaube ich, die erste Woche, die im negativen Bereich endet seit dem 1.8. Seitdem veröffentlichen wir das. Wer möchte, kann für einen kleinen Schnuppertaler von 250 Euro einmalig bis 31.12. bei uns dabei sein, wird dann automatisch über, kann an den Webinaren teilnehmen, welche noch 25 oder so sind bis Weihnachten. Wer kann eine Menge bei uns lernen und wird auch begleitet über unser Tool auf dem Handy, wo wir unsere Position, die wir handeln, wann wir starten, so wie gestern 12.660 Short im DAX und wann wir die Stops nachziehen, wann wir pyramidisieren und so weiter, kriegt er die Nachricht innerhalb von einer Minute auf jedes Gerät, was er auch möchte. Es sei denn, er hat noch ein Nokia 9110, dann wird das schwierig. Aber wer es gerne möchte, schickt uns bitte eine Mail an die hallo@forexpro-systeme.de. Wenn ich darf, mein lieber Nelson, schreibe ich hier mal die E-Mail-Adresse rein, oder? Ja, kannst du machen. Ich bin überhaupt noch. Du hast mich noch nicht böse erlebt. Frag mal meine Frau, die ich gestern geheiratet habe. hier bitte eine Mail dazu. Schickt uns einfach eine Mail oder guckt auf die Seite paternostertrader.club. Bitte. Und dann kriegt ihr von uns automatisch die Information zugesendet. Und dann könnt ihr einmal für 250 Euro gucken, was wir tun, können uns über die Schulter gucken und auch alle Webinare bis Ende des Jahres besuchen. Und jetzt genug gelabert, jetzt habe ich auch meine 2 Minuten rum. Ne? Jetzt heißt es über die Ausfallzeit überspielt, mein lieber Lutz. Nachsitzen ist heute nicht. Also wünsche ich euch einen schönen Tag. Sagt danke an FX Flat und an Nelson, dass er das so mit mir aushält und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten.